So wie wir gerade sind, weil das ist das Allerbeste und wir sind nämlich jetzt schon auf Sendung. Ja, das macht Deswegen mache ich nichts. immer so eine Ja. Einleitung, die eigentlich, ich überlege nicht mehr, was ich mache, ich fange Ja. einfach an und das wissen die Zuschauer auch. Also ihr erkennt mich, glaube ich, an der Stimme schon langsam. Danke, ihr Zuschauer da draußen. Ich bin's, der Camper Tobi vom Caravansalon in Düsseldorf und hinter mir stehen Udo und Uschi. die Uschi. Deswegen das Udo und Uschi, wer in der Zelle sitzt, weiß ich nicht. Abwechselnd oder nur er oder nur du? Nein, es sind keine Zellen mehr drin. Doch, es ist noch eine Zelle Es drin. Ist noch eine Zelle drin. Eine angedeutete Das Zelle. ist das Bad, oder? Du Das hast mir ist gerade das vorhin Bad. erzählt, Und wo du dich deswegen mal sitzen wir ab eingesperrt und zu hast. dort abwechselnd da drin. Ne? Göttlich, hört ihr das? Also, wenn das nicht der zweite Bang des Abends ist, muss ich ehrlich sagen, ich fahre hier über den Platz, ich habe mich weggekugelt, wie ich dieses Auto gesehen habe. Das ist erstens kein Wohnmobil, das ist eine Erscheinung. Ganz klar, also Respekt. Und dann haben sie drin alles in liebevoller Heimarbeit, in wie viel, was weiß ich, Jahren, Stunden, kann man das in irgendwie drei abmessen? Monaten. In 3 Monaten umgebaut. 3 Monaten von morgens, von hell bis dunkel, Wahnsinn. Sonntags, feiertags, egal. Das heißt, du hast das ihn nach dem Dienst gekauft, also halt genug Gefangene transportiert hatte, ja, sagen wir mal so. Genau. Und dann hast du angefangen, alle Möbel rauszureißen oder war ja. der schon leer? Oder? Nee, ich habe angefangen, da waren 13 Zellen drin. Ja, ja. Die habe ich alle rausgeschmissen. Wie cool ist das denn? Und dann haben wir angefangen, uns Gedanken zu machen, wie wir ihn dann ausbauen. Ich war selber noch nicht drin. Ich kenne ihn jetzt nur von außen wir in schönen durch. Weidmannsgrün. Ja, wir können mal rein. Oder British Racing Green könnte man auch dazu sagen. Wie auch das immer. Ist Tannengrün. Tannengrün. Da heißt die Farbe ja, echt? Tannengrün, 60, ja. Ach, wie geil, oder? 90 oder 90, 60. Wie lange habt ihr dann den schon? Wir haben den jetzt seit September letzten Jahres. Und wie lange war der im Dienst, bis der dann ausrangiert wird? Von 2004 bis 2014, also rund 10 Jahre. Und der ist wohl wegen TÜV-Problemen okay. oder weil es zu teuer wurde, ja, ihn zu schweißen. Genau, ja, kaufen Sie lieber neu. Hops, ja. ich habe nichts gesagt. Er ist im Wilden Osten gelaufen, da war viel Salz. Im Wilden ja. Osten. Ja, okay, cool. Wilden ja, 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 alles gut. Ja. Wilden Osten. Ich gehe mal schön langsam Richtung ja. Auto und, ja. und wir quatschen ganz entspannt weiter. Dieses Blaulicht haben wir jetzt extra reingestellt, natürlich nur hier, das auf einer offiziellen Straße wäre das Amtsanmaßung, wenn man hier ein Blaulicht drin hat, das machen die beiden natürlich nicht, oder Uschi, das ist ganz klar. Also, aber damit man wirklich entdeckt, das ist ein Original-Gefangenentransporter aus dem, von der deutschen Polizei. Ja. Von Dresden, ja. Genau. Aus dem Wilden Osten, wie wir gerade gesehen haben. Ich bin zwar dran, einen Zettel zu machen, wo alles da drauf Ja, steht, musste fast, weil da fragen ja so viele. Weil, ja. also... Hier jetzt allein waren bestimmt schon 100 Leute hier. Ja, du kannst jetzt alle aufs Video verweisen, dann hast du ja. einen ruhigen ja. Urlaub hier. Dann kannst allen sagen, geh Camper Tobi, der erzählt sowieso alles. Genau. Oder wir erzählen hier alles. Wir dürfen auch reinschauen, ich war noch nicht drin. Also ihr könnt das bestätigen, ich habe ihn wirklich nur außen wahrgenommen, aber bevor ich reingehe, gehen wir einmal außen rum, weil man diese Dimensionen wirklich mal sehen muss. Da ist alles original, ist das dann auch irgendwie schussfestes Glas und überfallsicher? Schusshemmend. Weil er ist nicht so sicher, ist nur Schutzhemmung. Weil wenn jetzt da der größte Verbrecher der Welt damit gefahren wird, dann sollte man ja schauen, dass den kein anderer rausklaut. Also muss der ja, ja. extrem sicher gestaltet genau. sein. Da waren 2,5 cm Holzplatten, okay. dann kam eine Stahlplatte und wieder eine 2,5 cm Holzplatte. Das waren die Zwischenwände zwischen den Zellen. Ne? Also ihr braucht das keine Alarmanlage in dem Fahrzeug? Nein, brauchen wir nicht. Schon gespart, das ist doch genial, oder? Wir werden sehen. Wir werden sehen, ja wie auch immer. Also das... ist schon ein kleines Fort Knox, was da steht. Was wiegt der dann durch die Spezialausstattung? Jetzt so, wie er hier steht, 15,2 Tonnen. Ich sehe was zulässig das Gesamtgewicht von 18 Tonnen. Okay. Also wir haben noch 3 Tonnen Zuladung, die wir hier noch reinpacken können. Wahnsinn. Ja. Ich gehe jetzt extra mal lang hier noch, damit man die ja. Dimension sieht. Ihr seid nur ein bisschen in der Spiegelung zu sehen, ansonsten sieht man nur dieses unglaublich gut gepflegte Fahrzeug. Und die kommen doch eigentlich auch gut gepflegt aus dem Dienst. Ich meine, die Polizei lässt die ja nicht echt... Oder sagen wir jetzt nicht laut, weil es geht zwei alles... Tage, zwei Tage, doch, kannst du gut laut sein, aber okay. ich habe 2 Tage dran poliert. Ich weiß jetzt nicht, weil er hat 2 Jahre gestanden, bevor wir ihn gekauft ja, haben. Ja, okay, dann durch die ja, dann vielleicht durch die bisschen, Sonne natürlich alles, war er gestanden. Natürlich doch schon. Aber ansonsten könnte man sich nicht vorstellen, dass man von unseren Steuergeldern... Ups! Also technisch, die Bremsen waren wohl ja, neu, ja, diverse ja. Koppelstangen ja, und so weiter, ja. war wohl alles neu. Man kann ja nicht wegen Gewährleistungsansprüche ja. kommen bei der Polizei, die verhaften dich ja. So, der Tobi hat wieder mal nichts gesagt, manchmal bin ich ein bisschen frech. Was empfiehlt ihr, hinten rein oder vorne rein? Geh vorne rein, gehen wir hinten Dass man mal die Dimension sieht. Ja. Achso, hier. Das geht vielleicht besser von draußen. Komm nochmal zurück. Von draußen, ja, ja. das ist eine Originalzellentür hier. Ach, wie cool. Das ist eine Originalzellentür, wie sie. Ja, drin. Absoluter Hammer. Das war Zelle 12, die gehört eigentlich vorne hin, weil das ist Zelle 3 und Zelle 4. Eine Zweierzelle und eine Viererzelle. Von der Firma dazwischen, das kennen die Zuschauer auch schon, das passiert ab und zu. Das ist alles real life, deswegen machen wir es. Also, wir gehen vorne rein. Guck
gucken mal, da unten habt ihr einen Stauraum drin, das ist bei Bussen ja, übrigens, ja, oder? Ja, da sind wohl Technik. Es ist ja eigentlich ursprünglich, bevor er diesen Verwendungszweck bekommen hat, ein Reisebus-Grundkonzept. Aus dem dann ja der Gefangenentransporter gebaut wird. Das ist wahrscheinlich normal, hier 52 Sitze drin und dann ist es gut, oder? Und ich darf jetzt einfach mal hier, klopf, klopf, Schuhe ausziehen. In Marokko habe ich die Schuhe ausgezogen. Okay. Das ist ein, wir wurden hier. Ist das cool. Warte, ich muss in Ruhe und langsam einfangen hier, weil das glaubt mir keiner. Das ist ja Wahnsinn, was ihr da ausgebaut habt. Hammer. Ein Luxusschloss im Gefangenentransporter. Wenn du gleich hier links schaust, das ist wohl original. Ja, okay. Der Schreibtisch, ich geh da mal rüber. Und das Schaltpult hier sind original. Super. Ha, Wahnsinn. Ich habe den gesehen, ich habe gesagt, ich muss den. Weil ein bisschen Historie muss ja bleiben. Natürlich, klar. Ja. Darum hat er auch nur drei Sitze jetzt eigentlich, weil ja hier der bewaffnete Aufpasser hinten saß. Hier, wo der Tisch hier steht, war ursprünglich noch ein Waffenschrank, eine Spüle und noch ein Pförtner. Eine Pförtner Person. Ja, klar, wenn was ist, da müsste natürlich genug Absicherung da sein. Und ansonsten, das ist eine handelsübliche Küche, bei dem Gewicht ist es ja wurscht, das ist eine handelsübliche Küche aus, egal, aber das ist natürlich toll, ich meine, wir betreiben ja auch das Wohnmobilgeschäft, der Camper Tobi verkauft ja ab und zu noch ein Auto und da kommt es natürlich immer, wir reden den ganzen Tag eigentlich nur über Weight Watchers Sachen, was Gewicht angeht, über Längen und Größen. Und da habt ihr das Einzige, was selbst gebaut worden ist, ist das Bett. Bin's da hinten frei. Der Motor drunter ist, hat nichts Stand von der Stange reingepasst. Da habt ihr meinen Lieblingskühlschrank, das sage ich immer wieder neben Auto, wo ich den sehe. Das ist ein guter Kühlschrank, als Absonderkühlschrank, wunderbar. Der tut seinen Dienst und der ist vor allem groß. Genau. Und der schließt ordentlich, weil er dieses Vakuumprinzip hat. Ja, wunderbar, das gefällt mir hier. Da mit LED, wahrscheinlich Lichtwechsler drin und so weiter. Ja. So gehört sich das. Super, picobello, sauber, alles perfekt gepflegt hier. Da sieht man die Hausfrau. Ist echt ein gepflegter Haushalt. Ja, aber hallo. Aber ihr würdet euch wundern. Also ihr seid ja auch Camper schon seit langen Jahren. Also man sieht so einiges. Na gut, das lassen wir jetzt mal. Ich zeige immer wieder mal die Kamera her, damit die Leute sehen, wie ich das mache. Für die, die neu zuschauen, das ist ein Samsung S8 mit einem Gimbal. Und da sieht man jetzt ganz schön, dass sogar der Camper Tobi das Ding im Griff haben kann. Und ich kann, weiß Gott, nicht filmen, aber mit dem Ding kann jeder filmen. Wackeln, das ist Steven Spielberg an der Hand, sage ich immer. Das ist mega, kostet 350 Euro das Ding und hält jetzt schon seit einem Jahr. Und ich kann halt alles machen, ohne dass der Zuschauer den Eindruck hat, dass wir jetzt, das ist mehr als Fernsehqualität momentan bieten kann. Das ist wirklich so. Traumhaft. Also ein bisschen Werbung muss sein, deswegen mache ich es ja. Hier haben wir einen großen Spiegel. Alles echt stilgerecht. Und da hinten, das ist ja eine Luxussuite. Was ist das, ein cooles Schlafzimmer? Ich bin begeistert. Das kenne ich von Ikea. Ist auch von Ikea, gell? Richtig. Stark. Guck mal, ich meine, die haben eine Schrankwand im Auto. Wie geil ist das denn? Das gefällt nicht nur mir, glaube ich. Ich glaube, da können wir einigen Zuschauern echt mal was Spektakuläres zeigen. Toll. Und die beiden haben wirklich in Zukunft weniger Stress, weil die können immer sagen, hier, guckt mal, unser Auto steht im Netz. Super. Hier, richtige Sessel. Toll. Vor allem, ihr habt auch eine Erinnerung, muss ich ehrlich sagen. Sagen ja die meisten von sich aus, sage ich, jetzt haben wir wenigstens schöne Bilder von unserem Auto. Und die millionenfach und wirklich richtig coole Qualität. Ich freue mich da selber am meisten. So. Wie lang ist er? Weil mir kommt es gerade vor wie 27. Und da hast du dich mal eingesperrt drin, die Anekdote hast du mir kurz erzählt. Ich habe den Schlauch von der Dusche Oder war er nicht brav? Oder hast du ihn eingesperrt? Nein. Der Schlauch von der Dusche kommt von unten hoch. Okay. Ich bin hier rein, habe die hinten durchgesteckt, damit ich sie hier rausholen, damit ich hier ein Fach habe, wo ich drankomme, falls noch was passiert. Was ja, sicher. Ich gehe da rein. Das ist rundum noch das ausbruchssichere Modell. Ja. Da ist die Tür zugefallen. Ist ja cool. Da war der Türgriff noch nicht dran, wohlgemerkt. Ja. Ne? Ja, da war sie zu. Und kommst du nichts mehr raus. Das ist wirklich genial. Das sind Anekdoten, die das Camperleben erzählen kann. Oder jedes Leben erzählen kann. Aber hier erlebt man sehr viel geballte Anekdoten. Und zu jedem Auto gibt es Geschichten. Und das ist das Schöne. Man könnte ja stundenlang sprechen. Ich bedanke mich bei den beiden wirklich wahnsinnig. Ich glaube, die merken das, dass mir das selber am meisten Spaß macht. Ja, haben wir gemerkt. Und ich freue mich noch mehr, wenn das jetzt dann oben ist. Und wir sehen dann bis morgen. Ihr klickt fleißig, ihr subscribt, ihr abonniert da draußen, meine lieben Zuschauer. Und ich freue mich auch, wenn ihr reinguckt nachher. Spätestens, jetzt gebe ich aus. Die Akkus sind aus, 7:45. Ist alles dann im YouTube zu sehen, wie immer. Das ist, glaube ich, heute irgendwie Video Nummer 19. Ich war heute sehr fleißig. Und ihr könnt auch mal alles angucken, wie auch immer. Wir müssen ein bisschen Werbung machen. Das ist immer dann der Ausklang. Heute gibt es keine Nachtvideos mehr. Freunde, ich bin platt. Wir haben einige Terminchen hier.
Und gerne ab morgen wieder. Der Camper Tobi sagt euch eine wunderschöne gute Nacht mit einem letzten Blick auf dieses hervorragende Schlafgemach und wünscht euch eine gute Nacht und vielen lieben Dank. Das war Zelle 6. Ne? Zelle 6. Das lassen wir jetzt unkommentiert. Das ist das beste Ende. Da hinten war die Zelle 6. Genau. Ende Gelände. Cool, gell? Auf Wiedersehen vom Caravan Salon. Vielen Dank. Super. Merci, merci. Ciao, ciao. Baba.